Es gibt Themen, die sind sehr genau getaktet, strukturiert in meinem Tagesablauf. Die große Kunst ist aber natürlich, das Tagesgeschäft hier unterzubringen. Mit einem oder zwei Telefonate kann der Alltag ganz anders aussehen als wie geplant. Das ist aber auch das Schöne, was ich schon gesagt habe in diesem Job. Es ist gleich kein Tag dem anderen und Flexibilität ist einfach gefragt. In der Früh bekommt man entweder Störungen oder man macht die Wartungen, die man sich am Vortag vorgenommen hat. Die Aufträge hat man am Handy und die kann man dann selbstständig abarbeiten. Der Großteil ist schon mechanisch zu machen, Einstellarbeiten, schmieren, reinigen. Und dann kommt halt noch dazu die ganze neue Technologie mit den Apps, kann man Messungen durchführen und halt die Aufzugssteuerung dann überprüfen. Also das Team ist wundervoll. Es passt sehr gut, weil es ist gemischt, jung, alt und ja, es schaut auch jeder ein bisschen über den Tellerrand. Bei uns im Team sind eigentlich alles langjährige Mitarbeiter und dadurch kennt man sie ja so recht gut. Ne? Prinzipiell ist man allein unterwegs. Es gibt natürlich Sachen, wo man einen zweiten braucht. Da ruft man halt dann durch, wer Zeit hat. Eine Stärke, die bei Otis wirklich immer wieder zu tragen kommt, ist, wenn es wo ein Problem gibt, wenn es wo Schwierigkeiten gibt, sind alle an einen Strang und auch externe Abteilungen kann man dann sehr, sehr schnell und einfach ins Boot holen und man hat da wirklich das Gefühl, man bringt was weiter. Der Serviceleiter war selber im Team tätig und ist jetzt als Serviceleiter aufgestiegen und die Zusammenarbeit klappt eigentlich super. Dadurch, dass ich mir die Arbeit selbst einteilen kann und mein Chef quasi da uns den Freiraum gibt, finde ich das sehr wertschätzend. Die Firmenveranstaltungen geht über Betriebsratsskifahren, Betriebsratsausflügen und Weihnachtsfeiern eigentlich. Es gibt für alle, für jeden Mitarbeiter ein gemeinsames Ziel und da gibt es auch den Teambonus. Der wird dann quasi ausgewertet und dann bekommt man Geld zur Verfügung, das was man im Team dann verbrauchen kann. Sprich, man geht einfach essen, man geht ins Kino gemeinsam, es gibt Weihnachtsfeiern. Bei uns speziell in der Kundenbetreuung gibt es Christbaumschneiden mit den Kunden. Man muss bereit sein, jeden Tag sein Bestes zu tun, zu geben. Ich vergleiche das immer mit einem Sportler. Ja. Man muss bereit sein, die Extrameile zu gehen. Man muss bereit sein, besser zu sein, wie ein anderer mehr zu tun. Und dann hat man bei Otis Erfolg und man bekommt auch honoriert. Ja.